dann werde ich es definitiv nicht vergessen. Dann schaue ich auf jeden Fall mal rein. Geh Vielleicht hole ich es mir dann sogar. Ritterspawn. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempel. Aber ich hoffe, es geht dir soweit gut. Das ist nicht lustig. Ich hoffe, du hattest bisher eine schöne Woche. Das ist leider kein Scherz. Aber wir kriegen ihn da schon raus. Keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. Du musst also Dudu finden, um Rittersporn zu finden, um dann Ciri zu finden? Ja, schlaf schön. In einer ziemlichen Sucherei. Und, ja danke, werde ich auf jeden Fall haben. Ich muss bin ja wieder so im Witcher-Fieber hier. Er könnte was wissen. Und dir eine wundervolle Nacht. Danke, dass du reingeschaut hast. Und wie gesagt, ich weiß leider nicht, warum das mit dem Raid nicht funktioniert hat. Aber umgestellt habe ich eigentlich nichts. Da sind ein paar nebenher laufen. Ja, super, danke. Und eine wundervolle Nacht und auch wunderbare Ostertage, sofern es möglich ist. Ist ja jetzt bald. Und ja. Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Bleib negativ. Ich änderte ja, meine. Das stimmt. Kam, um mir zu gratulieren. Stimmt. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Das passt jetzt sogar zur Zeit. Ja, danke, werde ich auf jeden Fall haben. Sein, und ich werde versuchen, nicht. Negativ zu bleiben. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Du aber auch. Wow. Ja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Alles Gute. So. Dann hätten wir das schon mal. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Spukhaus. Und kümmern uns jetzt erstmal um die Nebenquests, die unter 10 sind. Damit wir die auch mal fertig kriegen. Ich werde reich. Trinken wir. Es wird schon Abend. Trinken wir, es wird schon Abend, ja. Es ist schon mitten in der Nacht. Wirklich. Das Spukhaus ist nicht allzu weit entfernt, da braucht man kein Pferdchen für. Oh Gott, wie die anderen im Schrein sind. Leute, ich habe euch nichts gesagt. Was wollt ihr von mir? Ich renne nur. Oh, oh, ja. Oh. Ach ja, diese wunderbaren Nebengeräusche. So, hier ist das Spukhaus. Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Was? Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Was geht denn hier ab? Ah, Corinne. Hexer, Hexer! Corinne, Hexer, Hexer. Hm, ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. MacTiff TV, vielen Dank für dein Follow. Vielen lieben Dank. Mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Und herzlich willkommen bei den Sandpfoten. Mussten sich die Menschen weiter. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein und alle anderen. Und viel Spaß wünsche ich dir hier. Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Wir sind hier gerade mitten in Witcher drin. Und ja. Fallen die Treppe runter. Das ist auch mal wieder sehr schön. So, wo müssen wir als nächstes hin? Das haben wir jetzt beendet. Dann hatten wir hier noch die Banden von Novigrad. Das will ich am besten auch nochmal erledigen. Und ist auch hier in der Nähe. Das passt doch. Und wie immer regnet es.
gibt, glaube ich, selten einen Tag, wo es hier nicht regnet. Wobei ich finde, dass wir das gut hingekriegt haben, auch mit dem Regen. Also grafisch, das ist echt wunderschön. Könntet ihr mal auch für mich zu beleidigen? Ich habe euch nichts getan, ja? Unglaublich hier. Was ich so alles bieten lassen muss als Hexer. Ich würde mir ja gerne mal den Bart wieder trimmen, aber ich weiß nicht, wo hier ein Barbier ist. Ein Friseur. Ein was auch immer. Einen kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig. Okay. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich habe Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein Scheißgespräch. Will er denn die Kronjuwelen rausschlagen, das oder was? Das wird zu nichts. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie. Oh. Nein, nein, ich weiß nichts. Am geilsten ist aber diese Haarsträhne, die das so rauskommt. Ah, herrlich. Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Da profitieren wir doch beide. Mhm. Ja, komm, machen wir. Na schön. Wahrscheinlich gehen seine Männer sowieso drauf. Versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Okay, dann können wir gleichzeitig den Auftrag mit erledigen. Dann erledigen wir Neben- und Hauptquest zusammen. Meine Plötze reitet sonst wohin. So, hallo Plötze. Hey. Und einmal los. Ja, gucken wir erstmal im Casino und danach in der Arena. Wäre sowieso mein Plan gewesen. Weiß nicht, ich gucke irgendwie. In der Arena gucke ich nicht gerne nach, weil meistens bedeutet das nichts Gutes. Langsamer. Das nennt man auch Blutregen. Da hat keiner mitgekriegt. Keiner gesehen. Wir reiten weiter. Sag mal. Was war denn da? Was ist denn los? Sie! Hm? Kind, bleib doch mal stehen! Die Kinder sehen alle aus wie so Muskelprotze. Schnapp ihn! Euer Ernst! Naja, wieso steht unser Pferd noch in der Ecke? So viel dazu. Komm schon, Plätze. Lass mich raten, du kommst da nicht runter, ne? Nein, natürlich nicht. Okay, dann laufen wir die letzten Schritte alleine. Ah, okay. Fertig. Einfach nur mit einem von dem reden. Wir gehen auf dein Zeichen. Ich muss einmal ganz kurz was nachgucken. Okay. Dann mal los. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hex.
Hexer. Mir reicht's. Mir bleibt keine Wahl. Oh. Gut, machen wir mal aus euch Moose. Pampel-Moose. Hallo. Leute, lasst ihr mich mal bitte da rein. Ich würde gerne mitkämpfen. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein toller Erzaderschnüffler. Erzaderschnüffler? Okay. Gudi. Ein Erzaderschnüffler. Oh, hallöle. Du schlägst sie trotzdem ganz gut. Gut, eine Liste. Schinkenbrötchen. Boah, was würde ich jetzt für ein Schinkenbrötchen geben? Warte mal, wir haben eine neue Klinge gekriegt, ne? Okay, ja, klar, machen wir. Chance auf Vergiften. Zeichenintensität. Und Verbrennen. Dich haben sie ja halb totgeschlagen. Hey! Hörst du mich? Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Ja. Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Nein. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? So, ich werde aber einmal ganz kurz eine klitzekleine Pinkelpause einlegen. Ich bin gleich sofort wieder da. Und ja, bis ganz kurz noch was einstellen wieder. Ganz kurz hier rüber switchen. Der sieht wir schon wieder. Wunderbar. Ich und mein scheiß Heuschnupfen. Gut, das Hühnerbein nehmen wir einmal mit. Geht's immer hier runter. Geht dann einmal hier runter. Dein demütiger Diener mit dir deiner Familie.
Ich finde das Versteck von Hurensohn Junior. Ja, versuchen wir mal. Warte mal. Machen wir doch gleich einfach mal so. Die Frau war etwas sehr leicht bekleidet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in dem Viertel hier waren wir noch gar nicht. Möchtest du das wirklich wissen? Ich kann dir ungefähr sagen, was dann passiert. Zähne im Arsch als Scheiße. Mir scheint, ich habe schon von dir gehört. Hallo. Ach, Reuvens Kumpel, nicht wahr? Ich habe von dir gehört. Ich suche Junior. Willkommen im Club der Hurensohnjäger. Leider sind die Mitgliederausweise gerade ausgegangen. Und bei Junior hast du auch kein Glück. Der ist nicht da. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein. Blutiges Chaos. Ist irgendwie passiert. Bin ganz höflich hier erschienen, um Hurensohn Junior zu einem Treffen mit Kumpeln einzuladen. War aber schnell klar, dass hier niemand was auf die Tradition der Gastfreundschaft gibt. Hast du hier das Sagen? Was geht dich das an? Ja, eigentlich eine Menge. Ich hab dich im Auge. Wenn ich einen Hexer als Schuldeneintreiber anheuern würde. Ich muss einmal ganz kurz was machen. So. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Jungfräulichkeit geraubt. Klar doch. Schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Gut, hier ist soweit nichts mehr. Das ist abgeschlossen. Dann einmal nach oben. Hier ist nichts Interessantes. Wäre ja auch zu einfach. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuerer geschoben worden. Sie haben nichts zurückgelassen. Ist hier oben noch was? Bisher sieht es nicht danach aus. Gut, dann nehmen wir aber mal das, was hier in der... Okay. Das war jetzt nicht sonderlich appetitlich. Du kannst verpiss dich. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe, verflucht?
Ja, ja, ist ja gut. Dann gehen wir halt. Mir scheint, ich habe schon von dir gehört. Und die Zwerge haben schon. Dann wollen wir noch einmal zur Arena gehen. Erfreulich wird geraubt. Klar doch. In die Richtung. Auch noch in die Schuhe. Mal gucken. Du bist eine Beleidigung. Devi Wanda, vielen Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen bei den Senfpfoten. Einen wunderschönen Abend. Sind ja diese verfluchten Piraten. Ich wollte frischen Fisch. Was ist das hier? Frischer Fisch. Der soll frisch sein. Habe ich die Wäsche aufgehängt. Das ist aus Asterix und Obelix. Riecht nach Das ist mit dem frischen Fisch. Ah, wie kannst du es wagen? Wirklich. Mein Kind ist krank. Wieder eingeschlafen. Geht nicht mehr viel, dann hänge ich den Beruf an den Nagel. Weckes Haus. Okay, wir wollen weiter. Ach, hier waren wir ja gerade erst. Boah. Ah, einige Spielstunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verlaufe, ist schon wieder sehr groß. Hexenjäger haben Eramas auf den Schein. Wir hätten auch mit dem Pferd reiten können, aber. So weit war der Weg dann auch wieder nicht. Leute! Außerdem hätte es durchaus möglich sein können, dass wir hier auf dem Weg einen Friseur finden. Man kann hier durch. Eine Abkürzung. Eine Abkürzung querfeld ein. Oder quer durch die Häuser, hab ich ja gesagt. Oh. Ey, bleib stehen. Sollte ich den da töten? Ich weiß es gerade nicht. Wenn ich den aus Versehen getötet habe, tut es mir leid. Ach ja, so sind die Zeiten. Oh. So, wo ist jetzt diese blöde, komische Arena? Da. Schon gehört? Man hat Hackers Haus gebaut. Kein Durchgang. Bärchen. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Vielleicht werden wir uns ja einig. Und wie? Ich zahle, ihr lasst mich rein. Her damit. Geh rein. Und denk dran, wir beobachten dich. Wer regelt die Kämpfe? Igor. Dann runter, dann links. Oh. Faszinierend, wie deine Augen auf den... Angeblich ist wieder eine Leiche gefunden worden. Weißt du, ah, jetzt. Da vorbei. Wunderbar. Sprich mit Igor. Mach dich bereit. Du bist dran. Wer ist Igor? Irgendwas an dir stinkt, finde ich. Was denn? Was denn? Achso, hier lang. Igor. Ich suche einen Igor. Du musst deinen Augenblick durchhalten. Du bist Igor. Ist das alles? Alles in Ordnung? Ja, ja, bei mir ist alles in Ordnung. Ich laufe jetzt zwar ein bisschen komisch, aber alles okay. Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Hurensohn Junior hat sich zahlreiche Feinde gemacht. So viel ist klar. Vielleicht kann ich nützlich sein. Junior kann auf sich aufpassen. Um den muss man keine Angst haben. Aber ich frage mich, woher du weißt, dass der Laden ihm gehört. Das habe ich aufgeschnappt, mehr nicht. Ich rate dir, vergiss lieber, dass du von Junior gehört hast. Ist gesünder. Mhm.
Ich bin nicht ein Tagelöhner. Ich nehme keine Befehle von dir entgegen und auch keine Ratschläge. Du bist nicht mein Tagelöhner, das stimmt. Aber sehr dreist. Du musst leider sterben. Tötet ihn. Ach, nimm ich gerade Drachenficker genannt? Ernsthaft? Verdammt. Aua. Das war falsch koordiniert. Besser kann ich ja in eine groß bewachte Festung eindringen. Aber hier ein paar Banditen platt machen, das geht, oder wie? Na komm schon. Komm. Es ist noch nicht zu spät, ich sollte dieses Loch durchsuchen. Nein, nein, das wollte ich eigentlich nicht das hier. Hühnerbein nehme ich mit. Ich frage mich zwar, warum ein Hund Hühnerbeine mit hat, aber... passt schon. So, es sind aber noch nicht alle Schergen tot. Vorne sind noch mehr. Wie den Hund nicht zu mir. Bitte, überlasst ihn mir. Er hat ihn umgebracht. Er spricht Flüche. Ja. Ich spreche eigentlich keine Flüche. Oh, okay. Jetzt. Hier ist nichts mit umzingeln. Vergiss es. So. Und lies die Dokumente, die du gefunden hast. Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld ist in der Kiste und unter Verschluss und in und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesucht. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt. Dreh dich so, dass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Ich betone noch einmal, dass Hurensohn Juniors Kronen nicht angerührt wurden und kein einziger Kopa fehlt. Ich wette mein Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. Okay. Das sollte doch zu finden sein. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Mal lieber einmal nachgucken. Aber, nee. Okay, dann einmal auf die andere Seite. Frage ist halt, wo ist das Geheimversteck?
Dick. Die das Damen betteln um einen Fick. Bitte was? Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Das wage ich zu bezweifeln. Da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Warte.